Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier auf Hof Bergmann beim LS15. Entschuldigung, ich bin etwas außer Atem, ich habe gerade die Liviane abgeholt. Ja, genau. Bei mir ist Freezy, der Tino, ja, und der Randy. Hallo. 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 Du hörst dich an, als wenn du Asthma hättest. Ich habe Asthma. So höre ich, hör ich mich immer an nach dem Selbstbefummeln. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Bin ich auch mal so außer Atem. Weil ich mich wieder freue, wie geil ich war. Okay. Mhm. Ja, jetzt beschlägt natürlich prompt meine Brille, wie sie das sein muss. Das ist geil. Das habe ich jeden Früh, wenn ich in den Kindergarten gehe. Das kotzt mich so an, Alter. Weil früh, 8 Uhr ist es natürlich jetzt nicht gerade warm draußen in letzter Zeit. Ja. Heute war ja 0 Grad und alles gefroren. Also das war ja echt krass. So, und dann kommst du in den Kindergarten rein, bam, 30 Grad und muss ja froh sein, dass das Brillenglas nicht reißt, wenn du reingehst. So, bing, gleich gesprungen. So. Gibt es denn schon Gläser, die das verhindern? Oder wird das gar nicht erstattet? Mit beschlagen? Das hab ich noch nie gehört. Ja, doch, gibt es. Meine Optikerin sagte zu mir, wollen wir das machen? Ich so, Entschuldigung, ich habe das Ding nur auf am Rechner, also im Normalfall beschlägt das nicht. Nee. Und, das ist Quark, finde ich. Also würde ich auch nicht machen. Entspiegeln ist immer eine feine Sache. Ja, das muss es sein am Rechner. Also und Plastikgläser. Genau, hochentspiegelte Plastikgläser habe ich. So, wieder 5000 gebeiztes Weizen, gebeiztes Saatgut. Läuft. Läuft bei euch. Ja. So, haben wir hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen was im Lager zum Ansehen. Das ist doch schon mal tippitoppi. So, kann ich mal ein bisschen ernten? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Gibt es denn was zu ernten? Ja, rutsch rein. Ja, warte, ich packe noch rückwärts ein. Oder das kannst du auch machen. Hier den wieder. Nicht den Anhänger weg. Der ist erst ausgeleert. Ja, genau, dann. Warum bist du jetzt ausgestiegen? Muss ich nicht aussteigen. Na, wieso fährst du den Anhänger nicht wieder unter das Rohr? Der stand nicht unter dem Rohr. Ich stand davor. Renn dir. Die Not, der stand davor. Ich würde gern wieder wetten, wenn das okay ist. Du kriegst nicht kein Geld von mir. Ja, ich weiß, aber die erste Wette schon nichts gekriegt. Ist eigentlich schade, muss ich ehrlich sagen. Ich habe den Anhänger ausgeleert, habe ihn wieder unter das Rohr gefahren. Ansonsten wären ja nicht 2300 schon wieder drin. Wenn du das sagst? Ja. So. Unter Randys Rohr oder unter welches? Aber wieso erklärt ihr Randy doch mal, was Wettschulden bedeutet? Also Wettschulden sind die Schulden, die man eigentlich bezahlen sollte. Sonst kommt der Mann von der Mafia und bricht hier die Finger. Genau. Und das Fingerbrechen ist erst die erste Instanz. Da kommt ja öfters. Ganz schön ist nur, dass er keine hat. Also von daher. Wer hat keine? Ja, du. Finger. Mafia. Oh Gott, der Drescher ist ja. Oh Gott. Was sollten wir den Drescher sein? Das ist ja Mini-Drescher. Haben wir echt noch so kleine Drescher? Für so große Felder? Die Manus-Mafia oder was? Die es nicht gibt? Die gibt's. Hm. Ich meine, die ganze Community vorbeischick. Die Manus-Community. Aber das Problem ist, ihr teilt euch relativ viel von der Community. Nee, die können mich eh besser leiden. Nicht klar. Wir teilen uns nicht viel. Ich glaube, so viel teilen wir uns nicht. Ich muss alles sammeln. Also ich glaube von... Randy hat... Hast du schon 40.000? Am 24. direkt. Also sagen wir mal 40.000 Abos Randy, bei mir sind es jetzt knapp 23, sind sagen wir mal 60.000, sagen wir 60.000, ne, rund mal ab. So, ich glaube, von den 60.000 insgesamt sind 2.000 dieselben, die gleichen. Das ist eine sehr interessante Rechnung, die sich aus was ersetzt. Aus nichts, das ist eine Schätzung, keine Rechnung. Ich glaube, es sind mehr, aber... Ja gut, aber wir finden es leider nicht raus. Aber interessieren würde es mich natürlich selber mal. Aber... Ja, dann kommen natürlich noch die dazu, die ihr durch mich gekriegt habt, ne? Genau. Die drei sind auch noch dabei. Ja.
Es war ja, das ist ja immer unsere Hoffnung, deswegen nehmen wir ja auch gerne also man muss ja dazu sagen, sympathische neue Spieler auf, nicht irgendwen. Und unabhängig, wie viele Abos die haben. Ja, und Pixel hat 250, wo du dazugekommen bist. Freezy, keine Ahnung, 400 oder so. Glaube ich, oder? Ja, 300 noch was, ja. 300 noch was. Wie viel hast du eigentlich jetzt? 790. Ich bin 800 schon, ja. Ja. Und Pixel fast 2000, ne? Ja, 1900 Abyss, ja. Ja. Siehst du? Wir haben ja immer die Hoffnung, dass irgendeiner dabei ist, so ein unentdecktes Talent, was dann so explodiert und uns dann einfach nach oben zieht. Weißt du, so BÄM, der auf 200k hochgeht und dann sich zurückerinnert an den Manus und den Sachse und dann uns den Push des Lebens gibt. Oder so ähnlich halt, ne? Oder auch nicht. Vergesst es einfach wieder. Nee, bei manchen ist es halt leider, also ich sag mal, es ist ja so, zum Beispiel bei größeren, die auch entdeckt wurden, da sind die Entdecker teilweise gar nicht groß rausgekommen. Ja. Also ohne, dass das jetzt negativ belegt ist oder so, aber... Nur mal ein Beispiel, Dalukart. Genau, ja. Das wollte ich gerade sagen. So, Marv zum Beispiel hat eigentlich damals Dalu entdeckt, der hatte glaube ich 10.000 Abos oder so und Dalu ja kaum und alles. Und Marv hat jetzt, der hat ja aufgehört leider... super Typ übrigens, hat glaube ich mit 17.000, 18.000 aufgehört. Ja, und Dalu ist jetzt mittlerweile bei 150, ne? Ja, wie gesagt, also, das kann aber auch. Aber er hat, aber er hat halt auch sehr hart selbst dran gearbeitet, das muss man ja, dazu sagen. Ja, definitiv. Genau. Sagst du, wieso verlässt du den Server? Verbindung zum Server verloren. Achso. Gott sei Dank. Leute. Endlich dieses. Ich nehme den Anhänger, fahre ihn unterm Rohr weg, schmeiße ihn irgendwie in die Halle wieder rein und streite mich dann noch rum, dass er nie unterm Rohr gestanden hat. Ja. Also das ist wirklich, also Sachs das ist eine Dreistigkeit, sondern es, vor allen Dingen er das, ja gleich dreist. Das ist, was ist denn das sonst? Ist halt so. Wenn das nicht dreist ist, dann weiß ich es auch nicht. Das ist das, ja. Der Manus. Das ist ein geiler Typ. Er ist schnell und dann beschweren. Erst nehmen und dann beschweren. Was habe ich denn genommen? Nicht. Wenn ich dich genommen hätte, Junge, würdest du auf dem Stuhl nicht mehr sitzen. Oh Leute, jetzt wird's eklig. Da wirst du nach Vergebung betteln, mein Freund. Nach Vergebung. Du wirst mir alles geben, dein ganzes Hab und Gut, nur um es, dass es nicht nochmal passiert. Oder, falls der Sachse drauf steht. Gut, ja, das kann natürlich alles, sein, ne? Wieder passiert, ne? Weiß ja nicht, wenn er so eine Turnhalle hat oder so, das weiß man ja vorher mal nicht, ne? So. Ach, Rendi. Möchtest du damit ausdrücken, dass der Randy einen Enddarm hatte, in den eine Fußballmannschaft passt, oder was? Ja. Schon mal eine Salami in eine Turnhalle geworfen? Oh Gott, jetzt wird's so. Ja. Da. Tja. Ja. Wie ist, nee. Das Niveau ist wieder wunderschön. Wie oft geht ihr Punkt eigentlich, angekommen. Wie oft müsst ihr am Tag eigentlich groß? Es kommt drauf an, also im Normalfall. Ich finde, das ist mal sehr interessant. So ein Kumpel von mir nämlich, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Der geht zweimal in der Woche. Was? Ja, das kenne ich, ja. Der geht zweimal in der Woche. Der sagt, er braucht eine Rolle Toilettenpapier für das ganze Jahr. So ungefähr, ne? Sinnbildlich betrachtet. Und ich wiederum, ne? Ich bin ja so einer, ich gehe ja auch gern, die zweimal, was er in der Woche geht, schaffe ich am Tag. Problemlos. Am Tag? Echt? Zweimal am Tag? Das ja, gut. Ich habe eine gute Verdauung. Das ist auf jeden Fall gesund. Oh ja, das freut mich zu hören. Ne, das stimmt. Also, viele sagen immer, von meinen Kumpels, die sagen immer, ich hätte einen Gänsedarm. Weißt du, so oben ist Essen rein und unten direkt, dann geht's schon wieder... Ja. Aber so zweimal am Tag ist drin, ja. Also ich kann dir dazu sagen, es gibt Leute, die, wie du sagst, ne, die denken, also zweimal die Woche ist in Ordnung. Nicht gut, glaube ich, oder? Nee, das ist wirklich ungesund. Weil es ist ja Fäkalie im Endeffekt und das sind ja Bakterien und die hast du ja dann auch die ganze Zeit in deinem Körper.
Genau. Das ich ist weiß ja, nicht, umso älter das ist, umso weiß ich, ob das unbedingt besser ist. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Na? Deswegen soll man ja eigentlich auch so eine Abführdings oder so eine Kur einmal im Jahr machen, ne, wo so eine Entschlackungskur heißt das, glaube ich. Ja, da streiten sich die Geister drüber, ob das wirklich gesund ist. Aber also diese Entschlackung an sich, es findet ja nach neuesten Erkenntnissen überhaupt nicht statt. Das Einzige, wo es hilft, ist im Hirn. Wenn du diese Fastenkur machst, ich weiß nicht, du hast das ja auch schon gemacht. Ja. Bei mir war das so, am dritten Tag konnte ich so klar denken wie nie zuvor. Also da hatte ich das Gefühl, ich könnte jetzt, keine Ahnung, ich könnte jetzt einen Nobelpreis in Physik gewinnen, wenn ich die richtige Aufgabe gestellt kriege. Das ist halt der Vorteil, den du auf jeden Fall dadurch hast. Aber für den Darm an sich und für den Körper ist es wohl relativ egal. Nur dein Hirn geht echt auf Hochtouren. Nach sowas. Also beim dritten Tag sind bei mir überall Kühe durch den Raum gelaufen, die aussahen wie Schnitzel. Und die gesagt haben, iss mich, Tino. Ja. Aber ja, nee, du hast recht. Also natürlich ist es eine Entgiftungssache, die da passiert. Und je öfter du kannst, wenn die Konsistenz stimmt, umso gesünder ist es natürlich. Ne? Deutet natürlich auch darauf hin, wie viel du isst. Also nicht zwangsläufig von der Menge her. Das heißt, von der Menge her ja, aber nicht vom Gehalt. Ne? Ich bin halt auch ein guter Esser, ne? Das muss man ja dazu sagen. Ja. Also ich bin jetzt keiner, der... Also ich esse ja prinzipiell fast alles. Also und esse auch gerne, muss ich ehrlich sagen. Es gibt da die Geschichte von dem einen Mann, der ist zum Arzt gekommen, das hatte ich mitgekriegt. Da habe ich im Krankenhaus mein Praktikum gemacht und der hatte dann, der war eben so einer, der zweimal die Woche Verstopfung sonst auf Klo gegangen ist, ja. Und auf einmal, der hat dann bestimmte Medikamente gekriegt, damit der Darm einfach die Peristaltik, also die Bewegung, dass die ein bisschen besser wird. Und auf einmal sagt er, morgens bei der Visite sagt er zum Arzt, entschuldigen Sie, aber ich glaube, ich habe Durchfall. Und dann sagt der Arzt, ja, da müssen wir gucken, dass wir Ihnen vielleicht weniger von den Medikamenten geben. Wie ist denn Ihr Stuhlgang? Ja, ich muss einmal am Tag auf Klo. Ja, ja, ja. Und da haben wir uns nur angeguckt, also ich stand halt neben dem Arzt, ja, und ich sagte, und dann sagte er, das ist aber normal. Ich sagte, das kenne ich nicht, also maximal zweimal die Woche, vielleicht meistens sogar nur einmal. Krank, ja? Geht gar nicht. Also genau. dann würde ich 5 Zwischenspiele, ach, da würde ich 18 Zwischenspielungen machen müssen. Wenn ich einmal in der Woche gehen würde, ey. Ich meine, es ist ein interessantes Thema gerade, Leute, ne? Ihr merkt schon. Aber das ist wichtig, muss ich ja darüber mal unterhalten, ne? Ja, und ich finde es auch wichtig, weil das ist eigentlich immer ein Tabuthema, aber über sowas muss man reden, sonst kriegt man ja ist gar nicht mit. Ganz normal, ist doch menschlich. Das ist genauso wie Frauen mit nicht kacken. Frauen, bei Frauen riecht es nach Rosen. Ja, genau. Ey, sag euch. Die Schlimmsten. Ja. Aber sowas von Pfui. Da. Brandy, aber seitdem ich Pixel kenne, muss ich auch zweimal. Stimmt? Lol. Sehr gut. Verstehe ich zwar den Zusammenhang nicht, aber... Nö, hab ich doch gerade gerissen. Nee, den versteh ich selber nicht, aber das ist jetzt ernsthaft so. Normalerweise einmal am Tag und dann war gut. Aber dann sitze ich mit Pixel meistens hier noch bis 2, 3 Uhr und wenn ich dann ins Bett gehe, denke ich, oh, jetzt muss er auch noch aufnehmen. Mich würde mal interessieren, bei dem, was Randy ist, wie oft gehst du? Du kannst Fragen stellen. Genau, ne? Willst du mich verarschen? Du musst doch wissen, wie oft du am Tag auf die Hütte rennst. Ja, mehrmals. Den Obama ins Weiße Haus boxen. Das ist alles nur Sehen, keine Ahnung. Oh, so genau wollten wir es gar nicht wissen. Wenn wir schon mal dabei sind, dann einmal oder zweimal oder gar nicht? Sehen bestimmt 3-4 Mal. Renn dir! Das interessiert gar keinen. Wir wollen wissen, wie oft du groß musst. Keine Ahnung, immer vielleicht, mal gar nicht, keine Ahnung. War ein bisschen Erinnerung. Ich könnte mir vorstellen, dass Randy an Dauerverstopfung leidet. Bei der Nahrung. Als ich mich so ernährt habe, hatte ich das auch. Also da habe ich relativ wenig auf Klo gemusst und ich hatte immer diese Darmkrämpfe. Was? Ja, das ist scheiße. Richtig heftig. Aber weißt du was, wo ich damals diese Fastendings gemacht habe? Das Lustige ist, man soll das ja schon so ein bisschen unter Anleitung auch machen. Ne? Ja, man sollte sich da schon erkundigen drüber, wenn man eine Woche nichts isst, ist das halt so ein Problem. So, das Problem ist aber, und da hatte ich dann Probleme, du musst trotzdem jeden Tag auf Toilette. Ja. Das ist ja Sinn und Zweck, dass der Körper entgiftet wird. Aber jeden Tag auf Toilette, das geht ja gar nicht mehr, du isst ja nicht. Ja. Und da empfiehlt sich, da gibt es Tricks zum Beispiel, anstatt was Richtiges zu essen, du trinkst ja, nimmst ja nur noch Flüssige nach. Weißt du, wie die das machen?
Du machst, du hast, glaube ich, eine Flasche Wasser, 1,5 Liter am Tag, die du trinken sollst, ja, neben dem anderen. Und da ist so und so viel Esslöffel Salz, sollst du da reinmachen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Dieses, da gibt es ja auch aber spezielles, dieses Glaubersalz oder wie das heißt. Naja. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wenn du nichts anderes zu dir nehmen darfst, dann machst du in ein Glas Wasser morgens zum Frühstück, ist gut gesagt, wenn du sowieso nur Flüssigkeit zu dir nehmen darfst, da machst du, und zwar ist das einen Esslöffel voll Flohsamenschalen rein. Mhm. Dann geht die Post ab, oder was? Ja, dann geht die Post ab. Also da hältst du nichts mehr bei dir. Geil, muss ich mal machen. Muss ich meiner Freundin mal ins Essen machen. So, danke für den Tipp. Na gut, aber ja, wir sind fertig. Ja, meine Lieben, genau. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Einmal liken bei den anderen vorbeischauen, die stehen in der Beschreibung. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.